Ja, schön. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Helmut Müller. Ich bin hier strandet. Was soll ich tun? Ich muss hier erstmal an Land. Ah, nee, ey, das ist nichts für meine alten Arme. Oh, guck mal, ein Bötchen. So, da sind wir. Ah, Gott, ich kann nicht schwimmen. Ich kann... So, ich erinnere mich, ich war in einem Flugzeug. Und dann auf einmal so, Medi, Medi. Und ich so, wie, Mandy, Mandy, DSDS, Jury oder was? Und dann so, Platsch. Ja, und jetzt bin ich hier. Oh, guck, meine Yucca-Palme. Hier hatte meine Frau, die Else, auch immer im Yachten stehen. Dann ist sie gestorben. Schade. Also die Else, nicht die Palme. So. Ach, guck, ich hab ein Messerchen dabei. Hui, Seile. Da kann ich ja 50 Shades of Grey nachspielen, wenn mir hier langweilig wird. Das nehme ich mit. So. Ach, guck mal. Rock. Und hier ist ein Stick. I got the magic Stick. Hä? Okay, jetzt möchte ich aber hier... Ich bin nämlich alter Fachtfinder. Ich kann Sachen kombinieren. Warte, achte, guck. So. Und jetzt kann ich mir eine Axt machen. Ja, sieht genauso aus wie die in meiner Garage. Und jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier die Palme kaputt machen kann. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Mensch. So, jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen anfangen zu arbeiten. Damit ich mir hier einen Unterschlupf bauen kann. Weil ich kack nicht gerne in eine freie Natur. Ich hätte da schon ganz gerne ein Dach überm Kappes. Also ich muss ja wirklich sagen, diese Atmosphäre hier, das ist wunderschön wegen diesem Stein. Ich finde den Stein ja so hübsch hier, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. Sag mal, wie spät ist das überhaupt? 82,5 Uhr. Ah, ne, da unten. 10.10 Uhr. 11. 12. Okay. Alles klar. Ich brauche noch hier so einen Stein. Ich brauche einen. Da ist ein Stein. Ein Stein. Ein Stein. So, einen habe ich. Ich brauche aber zwei Steine. Ich brauche zwei Steine. Nicht so wie ein Stein. Mit der Realitivitätstheorie. Ich brauche zwei Steins. So. Dann kann ich den dazu packen. Dann das hier zu. Und alles schön festhält. So. Guck. Ich habe mir einen Hammer gebastelt. Ist das nicht? Achtung, Achtung. Hammer. Hallo, Krabbis. Na? Alles gut? Hä? Alles okay bei euch? Wie geht's euch denn heute? Hä? Geht's euch gut? Ja? Schön. Das freut mich. Und ihr versteckt euch hier, oder was? Gibet nicht. So. Mein Essen ist gesichert. Herrlich. Lecker Krabbensteak. Dings. Wo ist eigentlich die Palme? Palmi. Da. So, ich werde mir jetzt hier mal alles hinlegen. Sonst komme ich nachher noch durcheinander, was ich alles hier dabei habe. So. So. Ich brauche Seile. Seile. Guck mal, meine Yucca-Palme ist wieder nachgewachsen. Das nehmen wir mit. Doch nicht nachgewachsen. Scheiße. Yucca-Palmi. Gibt es dich nochmal? Ach, guck. So, ich glaube, damit komme ich doch schon ein Stückchen weit, oder? 1, 2, 3, 4.
Und jetzt den Hammer. Foundation. Ach, guck. Wo stellen wir das denn hin? Die Fundation hier. Direkt hier so rein. Hier, so schön geschützt, ne? Ja. Steht. Jetzt kann ich mich hier oben drauf setzen und kacken. Fehlt nur noch ein Dach. Schön ruhig hier oben, fällt mir gerade auf. Herrlich. Ne, ist mir zu laut. Ah, was ne Ruhe. So, aber das baue ich später fertig. Ich wollte mal gucken, hier war doch so ein Schiff. Also eigentlich gefällt mir das ja hier drunter fast besser, wie nach dem Insel da drüben drinne auf dem Insel drauf. Eigentlich könnte ich auch hier hinkacken, weil hier ist ja schon ein Dach. Aber dann schwimmt die Kacke ja weg. Was ist das denn? Sardine. Aha. Erinnert mich an meine zweite Ex-Frau, Sabine. Die hat auch so gestunken wie eine Sardine. Egal. Dor. Vorsichtig. Aua. Aua. Jerrycan. Jawohl, vielleicht finde ich schon noch irgendwo ein Auto. Ha, ha. Ha. Boah, das ist schön. Noch besser. Luft. Mensch. Aber guck mal, was ich alles schon Tolles hier gefunden habe. Ach, eine Toolbox. Mit noch einer Axt. Schön. So, geil. Guck mal, ein Sprungbrett. Ha! Ach nee, was waren das noch Zeiten? Auf altes Life. Auf der altes Insel. Da willst du einmal in Urlaub fliegen. Und was ist? Stürzt du ab. Ich glaube das ja nicht. Furchtbar sowas. Furchtbar. So, jetzt habe ich meinen Grund und Boden schon mal ein wenig vergrößert. Eine Wand. Ach, scheiße. Kann ich ja, glaube ich, gar nicht, ne? Ich hätte erst so einen komischen Support-Stick da hinsetzen müssen. Scheiße. Moment. So. Zack. Zack. So, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Und habe mir Ressourcen besorgt. So. Ich muss mal eben kurz gucken. Ob ja. Steps. Genau. Ja, dann ist das mein Eingang oder das hier? Ich würde ja mal sagen. Hier. So. Herrlich. Ach nee, jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Hätte ich mir mal erst ein scheiß Dach hier baut. Kacke. Menschenskinders, ey, ich hab doch Angst vor Gewitter, wenn das so knallt und das so donnert. Das geht ja ja nicht. So. Jetzt habe ich erstmal ein Dach überm Kopf. Ist das nicht herrlich? Aber da tut ihr reinpissen. Egal. Ja, meine Freunde. Es hat alles einen Sinn, warum ich das hier gerade baue und mache. Ich bin verschollen. Und ich werde wohl auch erstmal verschollen bleiben. Das heißt, ich weiß nicht, wann sich euer Helmut Müller zurückmeldet. Ich denke, er nimmt sich eine... Warum rede ich eigentlich in der dritten Person? Mann, ich denke, ich nehme mir eine Auszeit, damit es lustig bleibt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gebt dem YouTuber, der dieses Video gefunden und hochgeladen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten eben halt nicht. Ist ja eure Entscheidung. Bis bald. Haut da rein. Ciao.